Hallo, liebe Zuschauer, ich möchte euch heute in diesem Video eine interessante Sache vorstellen. Vielleicht haben die einen oder anderen das schon gehört oder gelesen. Und zwar gibt es das sogenannte Kawasaki-Syndrom, das hier durch die Welt läuft und bereits laut Zeitungsberichten und Ärzten schon einige Kinder befallen hat und sogar schon Kinder getötet hat. Dieser Virus, dieses Syndrom, wie auch immer man es benennen will. Und es soll angeblich auch irgendwie eine Verbindung zu Corona bestehen. Ich lese das mal hier vor. New York rätselt über tödliche Kinderkrankheit. Nach Fällen in Europa sind nun auch bei Kindern in USA ungewöhnlich schwere Erkrankungen festgestellt worden. Symptome sind heftige Entzündungen. Noch ist unklar, ob ein Zusammenhang mit dem Coronavirus besteht. Es geht hauptsächlich darum, dass bestimmte Körperteile Entzündungen haben und das soll anscheinend ausgelöst werden durch eine übertriebene Immunreaktion. Und die Symptome sind zum Beispiel auch anhaltendes Fieber, Hautausschlag, Bauchschmerzen, Unterbrechen. Inwieweit das jetzt mit Corona zu tun hat, da sind sich einige noch nicht so im Klaren, was da wirklich der Auslöser ist. Wie gesagt, auch in Europa gibt es schon diese Fälle. Wieso Kawasaki? Dazu kommen wir gleich. Aber die entscheidende Frage wird werden, was hat das für uns für Auswirkungen? Bedeutet das, dass dann zukünftig Kinder isoliert werden müssen? Also sprich, es gibt dann keine Kindergärten mehr, keine Kinderkrippen mehr, Schulen werden dann auch nicht mehr stattfinden, weil man ja nicht weiß, woher es kommt und so weiter und so fort. Und wer sich da jetzt wie infiziert und so weiter und so fort. Also es bleibt abzuwarten. Hier nochmal ein anderer Artikel, wo das nochmal genauer erklärt wird. Ich packe diese Links dann auch in die Beschreibung, dass ihr nochmal nachlesen könnt. Wie gesagt, das soll nur ein kurzer Hinweis sein, damit ihr euch darauf einstellt, dass eventuell in den nächsten Wochen und Monaten vielleicht wieder eine Welle losgetreten wird, die uns dann eben nicht nur bei Corona und Covid-19 waren es ja hauptsächlich Risikogruppen wie zum Beispiel eben Vorerkrankte bzw. ältere Personengruppen. Jetzt mit Kawasaki könnten es nur Kinder sein bis zu einem gewissen Alter. Also es bleibt abzuwarten, was da die Regierung aus diesem Thema macht. Und jetzt zu der Erklärung, warum heißt das Ganze Kawasaki? Und zwar wurde dieses Syndrom von einem japanischen Kinderarzt entdeckt, der heißt Tomisaku Kawasaki. So viel dazu. Die Wikipedia-Quelle packe ich auch nochmal in die Beschreibung rein, damit man das nochmal ganz genau nachlesen kann, wen das interessiert. Wir bleiben gespannt, was uns da in den nächsten Wochen und Monaten alles erklärt wird. Interessant ist es hier zum Beispiel, hier nochmal ein Hinweis, in Deutschland erkranken pro Jahr etwa 9 von 100.000 Kindern unter 5 Jahren an diesem Kawasaki-Syndrom. In Japan sind es 185 von 100.000, also es sind anscheinend nur Kinder unter 5 Jahren hauptsächlich betroffen. Interessant aber, bis jetzt löst es keine Panik aus, also da ist bei Covid-19 schon viel mehr Panik ausgelöst worden. Man kann ja sich vor Kawasaki auch nicht schützen in der Hinsicht. Also es gibt kein Gegenmittel, kein Impfstoff, man weiß nicht, woher es kommt. Aber trotzdem, da hält man den Ball flach. Da passiert nichts, keine Panik bis jetzt, keine Notmaßnahmen, nichts. Finde ich schon sehr, sehr bedenklich. Okay, also in diesem Sinne, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.